Ja, Sie hören es an meiner Stimme. Es ist der letzte Messetag. Ich begrüße Sie zu einer Lesung mit Uba Cristina Alifara, einer Autorin, von der ich, wo ich die Freude hatte, ihr Buch zu übersetzen. Das erste, ein Roman, der erstmals ins Deutsche übersetzt wurde, überhaupt das erste Buch von ihr, was ins Deutsche übersetzt wurde. Der Kommandant des Flusses, Il Comandante del Fiume, auf Italienisch. Ich stelle sie Ihnen kurz vor. Uba Cristina Alifara ist eine somalisch-italienische Romanautorin, Dichterin, Dramatikerin und Librettistin. Sie wurde 1973 als Tochter eines Somaliers und einer Italienerin in Verona geboren und wuchs in Mogadischu auf. 1991 musste sie mit ihrer Familie aufgrund des Bürgerkriegs Somalia verlassen, lebte mehrere Jahre in Ungarn, in Italien, in Rom und seit 2013 ist sie in Brüssel. In dem Roman, das sieht man an dem Titel, an dem Cover, oder man kann es vermuten, geht es um einen jungen Mann. Er ist 18, er ist schwarz und er lebt mit seiner Mutter in Rom. Aber es treibt ihn etwas um, er ist auf der Suche. Und ich möchte Uba fragen, wonach? Quindi c'è un ragazzo, c'è il protagonista del romanzo, un ragazzo, lui è un ragazzo nero che vive a Roma con sua madre, però c'è qualcosa che lo inquieta, è alla ricerca di qualcosa. Puoi spiegarci un po' di cosa? Sì, grazie Ricche. Sono molto, è la prima volta per me qui a Francoforte e... Dunque, Il Comandante del Fiume è il mio secondo romanzo e è un romanzo ambientato in una città, Roma, dove io sono arrivata quando ero molto giovane, avevo 22 anni, però ero comunque un'adulta, quindi ne ho dovuto anche imparare la lingua, la geografia della città. In qualche modo, una città molto carica di storia antica, di storia, sì, soprattutto di storia antica. L'Italia è molto carica di storia e forse anche per questo lo spazio per nuove storie è molto più stretto. So, herzlichen Dank. Es ist das erste Mal für mich, dass ich in Frankfurt bin. Dieser Roman ist mein zweiter und er spielt eben in Rom, einer Stadt, in die ich mit 22 Jahren gekommen bin. Ich war jung, aber ich war auch schon erwachsen und ich musste die Sprache lernen. Ich musste lernen, wie ich mich in der Stadt zurechtfinde, wo sich alles befindet. Und es ist eine Stadt, die ein ja, sehr starkes und bedeutungsvolles Erbe hat. Und vielleicht ist das der Grund, warum der Platz für neue Geschichten, neue Erzählungen über diese Stadt etwas begrenzt ist. E dunque per me era molto molto interessante vedere immaginare la storia narrata in prima persona. Il protagonista è un giovane uomo di 18 anni, quindi io avevo più o meno 30 anni quando ho scritto questo libro, una persona diversa da me, un maschio. E che si trova a nascere e crescere a Roma, però con una storia diversa. Allora come lui si orienta nella città, come un flaneur, no? Come la ridefinisce attraverso il suo percorrere la città. Lui cerca ovviamente la sua identità, cerca il padre, come in tutti i romanzi di formazione gli uomini cercano la loro origine, la loro storia. Es ist für mich war es interessant oder es war mir wichtig, so, eine Geschichte zu schreiben, in der ich einen Protagonist aus der selbst erzählt. Also und ich war damals 30 Jahre. Ich habe eine Figur gewählt, die ganz anders ist als ich, eine männliche Figur, eine jüngere Figur und ich wollte etwas ja, über jemanden schreiben, der auch in Rom aufwächst und sich auch dort zurechtfinden muss, aber wie ein Flaneur und Jabbar sucht, also
geht durch die Stadt, er führt uns an andere Orte, die unbekannt sind, und er sucht nach seinem Vater, er sucht nach seinen Wurzeln, wie die Figuren in einem Bildungsroman. Ja, wir hatten gestern schon eine Lesung und da meintest du, dass es dir mit dieser Figur oder diese Stimme zu finden von Jabbar war schwierig für dich im Vergleich zu anderen Romanen. Und ich wollte fragen, warum? Das hast du vielleicht teilweise jetzt schon gesagt, aber noch mal ein bisschen deutlicher. Ieri hai detto che avevi difficoltà o comunque era per te più difficile creare questo tono, questa figura, questa voce. Perché? Sì, perché si sa poco che in Italia, come dire, mia mamma è del nord-est dell'Italia, no? Di Verona, quindi come dire, l'Italia è un paese in cui si parla molto di immigrazione, ma un paese relativamente, forse anche molto simile alla storia della Germania, no? Un paese che è diventato una nazione piuttosto recentemente, no? Poco più di 100 anni fa. E quindi praticamente le parti dell'Italia, del nord, del nord-est, Roma, sono molto diverse. Anche il modo di parlare è diverso. Perciò, nonostante io sia... sono cresciuta in Somalia, ma mia mamma proveniva da una determinata zona dell'Italia, no? Quindi avevo tutt'altro modo di parlare, tutt'altro. Quindi questo è anche molto, molto interessante per me. E quindi ieri parlavamo un po' della... anche io ho avuto una formazione di storia orale, quindi ho fatto tantissime interviste a giovani, tra virgolette, di... come dire, che avevano dei background, genitori che venivano dall'Eritrea piuttosto che dall'Etiopia e dalla Somalia, che erano nati e cresciuti a Roma, no? E quali erano i loro luoghi. Quindi questo è stato molto bello perché ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che poi sono diventate mie amiche, che sono state molto generose e mi hanno accompagnato col motorino, un po' come si vede nel Comandante, a scoprire un'altra Roma. Also in Italien ist es, Italien ist ja noch nicht so sehr lange ein Nationalstaat, ein vereintes Land, und meine Mutter kommt aus Verona und von meiner Mutter habe ich Italienisch gelernt. Und es ist eben so, dass in Rom ein ganz anderer Sprachduktus, ein ganz anderer Akzent herrscht. Und deswegen war es für mich sozusagen, habe ich viele Interviews geführt, weil ich mich auch für Oral History interessiere. Und ich habe junge Männer interviewt aus Eritrea, die, oder auch aus anderen Ländern, die eben einen anderen Hintergrund haben. Und die haben mich dann auch an ihre Orte in Rom geführt, also wo sie eben abhängen sozusagen und leben, wo sie ihre Zeit verbringen. Und so habe ich auch viele neue Freunde gefunden und eben diese Stadt über sie auch entdeckt, auf dem Mofa sozusagen. Sie haben mir die Stadt gezeigt. Ja, das ist ein Stichwort Mündlichkeit, das merkt man in dem Roman auch. Der Roman ist eben in erster Person geschrieben von einem jungen Mann. Und dadurch hatte er eben einen sehr mündlichen Ton. Und ich wollte fragen, was Mündlichkeit für dich bedeutet und wie das in deinen Roman einfließt. Denn ich weiß, dass du dich eben auch mit Oral History, also mit mündlich überlieferter Geschichte, auseinandersetzt und das auch in eben deine Romane einfließt und sozusagen auch in Bezug auf Somalia. Also Somalia hat ja eine sehr starke und bedeutungsvolle Geschichte und ein bedeutungsvolles Erbe an mündlich überlieferter Literatur. Wie flechtest du das in deine Romane ein? Cioè, l'aspetto orale è molto importante nei tuoi romanzi e anche in questo. E, che significa... cioè, che importanza ha per i tuoi romanzi e come riesci a intrecciare questa oralità nei tuoi romanzi e che cosa ti affascina dell'oralità?
Grazie per sì, questa dunque la, è tutto iniziato in realtà. Racconto sempre, forse nel primo romanzo di più, io ero una, quando ero adolescente, forse come anche molte altre, avevo giovani, insomma, avevo questa abitudine quotidiana di tenere un diario, no? Scrivevo ogni giorno e scrivevo in italiano, che era la lingua in cui, la mia lingua madre, perché è la lingua di mia mamma, e anche la lingua che studiavo, cioè la lingua in cui andavo a scuola. E, però il mondo esterno parlava un'altra lingua, che era il somalo, la lingua di mio padre, o della, di mia zia paterna, forse. Ho imparato il somalo da una zia, non da mio padre. Sempre donne che ci insegnano la lingua. Come mai? Perché mio padre comunque era di questa generazione anche di persone che avevano studiato. Lui ha conosciuto mia madre a Verona quando era all'università, quindi quando eravamo in casa la sua tendenza era piuttosto di parlare in italiano, perché mia mamma non parlava il somalo, mentre mia zia, che viveva con noi, non parlava l'italiano, quindi è stata lei che la prima, quando avevo 2 anni, che mi ha insegnato il somalo. Also als ich jung war, und das haben vielleicht viele junge Menschen, dass sie eben Tagebuch schreiben über ihre Erlebnisse. Und ich habe auf Italienisch geschrieben, weil das meine Muttersprache, meine Erstsprache war. Das war auch die Sprache, in der ich unterrichtet wurde, in der Schule in Mogadischu. Meine Mutter war, wie gesagt, Italienerin. Das Somalische habe ich erst gelernt von einer Tante, weil auch mein Vater, der in Italien studiert hatte, zu Hause eher mit uns Italienisch sprach. Und das Somalische habe ich dann erst mit 2 Jahren von einer Tante gelernt. E quindi in Somalia c'è una, la scrittura, la lingua è stata scritta negli anni, all'inizio degli anni 70, quindi alla mia età, e più o meno, c'è una fortissima letteratura orale, un'attenzione per l'oralità molto forte. Quindi, quindi in qualche modo ho avuto questa la fortuna di raccogliere nei primi anni 90, quando ancora ero all'università, con un professore con cui lavoravo, le storie orali di donne migranti che vivevano a Roma, che quindi avevano un'altra lingua. E nel trascrivere le interviste, ho visto la potenzialità della lingua parlata, no? nella scrittura, che poteva avere delle grandi forza lirica se lavorata bene. Die somalische Sprache wurde erst in den 70er Jahren verschriftlicht. Das heißt, in Somalia gibt es eben ein mündliches Erbe an Literatur. Und in den 90er Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit einem Professor, weil ich studierte in Rom, Interviews aufzunehmen. Und zwar waren das Interviews mit Frauen, die einen Migrationshintergrund haben in Rom. Und als ich diese Interviews transkribiert habe und abgehört habe, habe ich gemerkt, wie viel lyrisches Potenzial und poetisches Potenzial in der mündlichen Sprache steckt. Ja, und das bringt uns zu der Legende, oder da möchte ich anknüpfen, denn der Kommandant des Flusses, der Titel, ist auch, bezieht sich auf eine Legende, die in dem Buch eine Rolle spielt. Und ich wollte fragen, ich werde die Legende jetzt nicht erzählen, das können Sie dann in dem Buch lesen, aber es geht um eine somalische Legende, eine sehr alte Legende. Und ich wollte fragen, wo sie herkommt. Hast du sie gelesen oder wurde sie dir erzählt? Wie ist das? Hast du dir diese Literatur erst selbst erschließen müssen oder hast du sie mitbekommen? C'è la leggenda nel libro. L'hai scoperta, l'hai letta tu o ti è stata tramandata oralmente? Come ci sei arrivata? Grazie Enrique. Dunque, io la mia formazione, come in tutti i paesi coloniali, è stata in italiano, no? Quindi nella lingua ho un rapporto molto complesso, perché per me la lingua coloniale, il colonizzatore è mia mamma, cioè era una donna giovane, molto vulnerabile,
in una società patriarcale, l'ho detto anche ieri, e quindi ho questo rapporto molto, come dire, ambiguo, no, con la colonizzazione, perché per me non è come le persone della mia origine, che sono somale italiane, la madre colonizzata, nera. Per me la mamma è, rappresenta il colonizzatore, e per me era una giovane fragile che si, in Somalia, che si trovava in un mondo che non conosceva, non parlava la lingua, e è una società molto patriarcale, quindi sì. E io ho studiato in italiano, la lingua in cui ho studiato è la lingua del colonizzatore, quindi ho studiato Dante, ora l'Italia è paese ospite, ho studiato tutta la geografia dell'Italia, la letteratura, insomma tutto curriculum classico mm-hmm. italiano. Also meine ganze Bildung hat auf Italienisch stattgefunden und ich habe ein ja, komplexes Verhältnis zu der Sprache, die für viele meiner Generation, die vielleicht auch aus die ähnlichen Familienhintergrund haben, anders ist. Also bei mir war es eben so, dass meine Mutter, die Italienerin sozusagen, aus dem Kolonialstaat stammte, aber sie war, als wir aufgewachsen sind, war sie sozusagen, sie war jung und sie war sehr fragil in dieser sehr patriarchalen Gesellschaft. Sie konnte die Sprache nicht. Das heißt, dass es eben für mich etwas anders ist. Bei vielen anderen war es so, dass eher die Väter Italiener waren, also die Väter sozusagen mit dem Kolonialland verbunden wurden und die Mutter sozusagen als Kolonisierte da war. Aber ich habe Italienisch gelernt, ich habe Dante gelesen, ich habe die Geografie und die Literatur gelernt und habe sozusagen dieses Ganze, eigentlich eine ganz klassische, humanistische, italienische Bildung genossen. Quindi questo per dire che, quindi io credo che la letteratura sia uno strumento che ci permette di leggere la realtà, interpretare la realtà. Quindi era interessante perché io leggevo letteratura italiana e però vivevo in un paese che è completamente diverso. Allora che quando sono arrivata in Italia ho cercato di fare il processo opposto. Quindi ho iniziato a leggere tutti i classici, cercare avidamente, no, tutto quello che riuscivo a trovare di miti, di poesie classiche somale. E credo che questo modo anche del comandante sia molto un modo molto bello, no? Per non cadere anche in scelte radicali, no? Perché la cultura ci serve sempre e le storie sono universali, hanno un linguaggio che vale per tutta l'umanità, quindi leggere la cartografia di Roma, leggere quello che succedeva in Italia in un ambiente diverso, attraverso delle storie, delle poesie somale, per me era un modo per tenere le due parti insieme, no? Attraverso la letteratura, tenere viva questa parte che, da cui mi ero separata. Ecco. Also für mich ist die Literatur ein Werkzeug sozusagen, um die Realität zu verstehen und zu interpretieren. Und als ich in Italien war und dann nach Italien gekommen bin, habe ich sozusagen einen umgekehrten Prozess erlebt und mir das somalische oder die somalische Literatur angeeignet. Ich habe die Klassiker gelesen, ich habe mich für Mythen interessiert, ich habe alles aufgenommen, was ich finden konnte. Und ich denke, dass die Geschichten eigentlich, also so eine Geschichte wie die des Kommandanten, auch für die ganze Menschheit gilt. Und dass ich eigentlich über diese Geschichte auch Rom kennengelernt habe und die Literatur. Jetzt zum Schluss, arriviamo già alla fine, wollte ich trotzdem noch ein kleines Stück lesen aus dem Kommandanten, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Das ist eine Stelle, wo Jabbar, er wird zu seiner Tante geschickt. Also er wohnt in Rom mit seiner Mutter und dort führt er ein Leben, oder seine Mutter führt ein Leben, das man als
modern beschreiben kann, wenn man sozusagen mit der westlichen Brille guckt. Und dann kommt er nach London, dort wohnt die Tante, seine Tante und die Schwester seiner Mutter. Und das ist ein ganz anderer Kosmos. Und in den schauen wir jetzt mal rein. Diejenigen, die das Uba wird auf Italienisch lesen und der deutsche Text wird dann dort erscheinen und ist schon dort erschienen. Okay, wir... Ja, wir kriegen gerade den Computer nicht an. Annette, kannst du kurz kommen? Ich weiß nicht, es geht nicht. Dann werde ich jetzt auf Deutsch lesen und Sie müssen mit meiner falschen somalischen Aussprache zurechtkommen. Und Sie können es dort auch verfolgen. Draußen wartete der Mann meiner Tante auf mich, der mich gleich erkannte. Vielleicht hatte Mama ihm ein Bild von mir geschickt oder ich hatte mich seit damals nicht sonderlich verändert. Haye abti sita hay, fragte er. Ich schämte mich, aber Wan, Fiana, hey, mir geht's gut, Onkel, bekam ich noch hin. We go Goriga, everybody, Habaria, Maxamet, Muse, Tutti ist der, sagte er, froh mit Tutti einen Anstandsbrocken Italienisch unterbekommen zu haben. Abti führte mich zu seinem Auto, ein weißer Ford Escort. Er hatte ihn nach seinem Geschmack ausgestattet, den Lenker mit Fell bezogen, ein paar Koranzitate am Rückspiegel und sogar eine Wasserpfeife gab es. Er arbeitete als Taxifahrer und verbringt den Großteil des Tages im Auto. Das Minicab, so heißen in England die Taxis ohne Gemeindezulassung, roch noch nach Rosen und Rauch. Er musste eine ganze Weile auf mich gewartet haben. Tudo a posto? Do you want to watch a movie? Fragte er mich, während er den Laptop aufklappte und mir eine Liste an Filmen zeigte. Ich antwortete, Mayabdi Mahatsanit. Nein, danke, Onkel. Woraufhin er einen Laut der Zufriedenheit ausstieß und Bravo sagte. Vielleicht hatte er befürchtet, dass ich nur Italienisch sprach und wir die Fahrt überschweigen würden. Nicht, dass wir über irgendwelche tiefsinnigen Dinge reden würden, aber dass er mit mir sprechen konnte, musste ihn beruhigt haben. Die Familie meiner Tante wohnte in einem Reihenhaus aus rotem Backstein, wie es sie in vielen Londoner Gegenden gibt. Wir parkten im Hof und als Habaria meiner Tante das Auto sah, kam sie aus der Tür und lief uns entgegen. Sie schien auf dem Gipfel des Glücks, ihre Augen waren feucht vor Rührung. Sie umarmte mich und legte meinen Kopf auf ihre Schulter, wie man es mit kleinen Kindern macht. Wie groß du bist! Und weil ihr Mann ihr gesagt hatte, dass ich etwas Somali sprach, rief sie ständig, wa, wenatei. Meine Tante sieht meiner Mutter sehr ähnlich, aber sie ist kleiner und rundlicher. In meiner Erinnerung war sie größer. Aber es war so viel Zeit vergangen. Sie trug ein Tuch um die Haare und traditionelle Kleidung. Im Haus roch es nach Reis und Ziegenfleisch. Meine Cousins saßen im Wohnzimmer mit Leuten, die ich nicht kannte. Und als ich reinkam, standen alle auf, um mich nacheinander zu begrüßen und mir unser jeweiliges Verwandtschaftsverhältnis zu erklären. Ich muss jetzt hier aufhören, weil die Zeit abgelaufen ist. Den Rest können Sie dann ja selber lesen.